Hallo, liebe FCC und alle, die sich auch für uns interessieren. Ich möchte euch gerne ein paar Infos weitergeben, die jetzt auch die Zeit betreffen. Ich habe die Corona-Lockerungen in den letzten Tagen mit Spannung verfolgt. Ich weiß, ihr seht mich ganz oft noch am Bildschirm, aber die meisten von euch habe ich jetzt schon seit Wochen und Monaten nicht mehr gesehen. Und das fehlt mir auch und ich habe deswegen auch darauf besonders gewartet. Sie sind seit 11. Juni gelten Lockerungen. Die gute Nachricht ist, dass man sich jetzt wieder bis zu 10 Leuten im öffentlichen Rahmen treffen kann. Das heißt, Lounges, also Kleingruppen, sind wieder möglich. Wir haben es auch schon den Lounge-Leitern kommuniziert, dass wenn ihr als Lounge euch treffen wollt, dann dürft ihr das gerne machen. Dabei soll immer noch eine gewisse Verantwortung und ein gewisser Verstand eingesetzt werden. Also vielleicht nicht direkt mit einem gemeinsamen Gesangsabend in einem kleinen Kellerraum beginnen. Aber man kann sich wieder sehen und treffen, vielleicht mal eine gemeinsame Lounge-Spaziergang an einem Abend. Macht es auf jeden Fall. Ihr könnt euch auch sonntags zum Gottesdienst schauen, wieder treffen. Vernetzt euch als Lounge, vernetzt euch lokal in eurem Stadtteil. Wenn ihr nicht wisst, ob da überhaupt jemand wohnt, der zur FCC gehört, dann fragt den Songel. Der liebt es, Leute zu vernetzen und wird es für euch auch machen können. Also diese Lockerungen gibt es. Was noch nicht aufgehoben ist und was für uns ein Problem ist, ist, dass der Abstand bei Veranstaltungen wie Gottesdienste, der Mindestabstand, der besteht weiterhin. Und das bedeutet für unseren Raum ganz konkret mit der tatsächlichen Sitzfläche, die wir haben, mit Ein- und Ausgängen, dass wir so vielleicht 20 bis 30 Leute maximal reinbekommen würden. Was heißt, dass Gottesdienste in der Form noch nicht wirklich möglich sind, weil die anderen 200 Leute, die ihnen sonst noch hier dazugehören, einfach nicht kommen könnten. So viele Gottesdienste können wir am Wochenende auch gar nicht feiern. Und deswegen wird es auch bis auf Weiteres Online-Gottesdienste geben. Wir bemühen uns darum, dass wir vielleicht mal punktuell einen großen Raum mieten können. Der muss wirklich sehr groß sein, weil ja, wie gesagt, diese Abstandsregeln gelten, wo wir uns mal sehen können und vielleicht mal was Analoges machen können, was wir dann streamen, wenn wir das irgendwie hinkriegen, oder dass wir uns mal an einem Sonntag im Freien irgendwo treffen. Muss natürlich möglich sein, dass wir sowas mehr oder weniger offiziell veranstalten können. Wann das sein wird, wie das klappen wird, weiß ich nicht. Ich hätte gern sehr viel bessere Nachrichten, aber normale Gottesdienste werden erstmal nicht möglich sein, zumindest solange die Regelungen so sind. Wir haben uns auch Gedanken zur Freizeit gemacht. Ich weiß, dass es bei vielen wahrscheinlich schon verschwunden ist, aber wir hatten vom 2. bis 4. Oktober eine Freizeit geplant. Die haben wir eingefroren. Also wir haben mit dem Haus geredet und können zu den Konditionen von vor Corona zurücktreten. Wir wissen aktuell nicht, wie es Anfang Oktober aussehen wird, was stattfinden kann und ob es stattfinden kann und in welcher Form. Wir würden es natürlich lieben, dass sie stattfindet. Das wird aber dieses Jahr, wenn dann, eine kurzfristigere Geschichte. Auch da, wir würden gerne mehr Planungssicherheit bieten. Wir können aber aktuell einfach nicht sagen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Wir könnten es absagen, das könnten wir jetzt schon machen. Wir wollen uns aber gerne noch die Möglichkeit offen halten, dass, falls es doch möglich ist, das stattfinden zu lassen, auch wenn es dann kurzfristiger ist. Und noch ein allerletztes: In der Corona-Zeit sind auch weiterhin Finanzen ein Thema und wir haben uns am Anfang der Zeit die Fragen gestellt, was wird das auch dafür heißen. Wir haben jetzt die Zahlen vom Mai, genau, jetzt ist Juni, vom Mai und auch die waren wieder stabil, auch im Vergleich zum Vorjahr. Also wir sind da weiterhin sehr, sehr dankbar, dass das stabil weiterläuft, wir unsere Arbeit soweit ohne Einschränkungen machen können, dass wir auch diese ganzen digitalen Formate anbieten können. Da sind wir sehr, sehr dankbar für, können auch einfach weiterhin Gott danken. Wenn ihr beten wollt, dann betet bitte dafür, dass wir vielleicht einen Raum finden, wo wir größere Veranstaltungen machen können, wo wir uns mal wieder sehen können, wo wir vielleicht auch nach Corona uns dann treffen können. Ja, vielleicht ist das die Chance für uns, dass wir den Raum finden können. Und noch ein zweites, wenn ihr Leute in der Gemeinde denken müsst, an Leute denken müsst, dann schreibt ihnen mal, ruft sie mal an. Und wie gesagt, ihr könnt euch auch wieder treffen. Lasst uns Gemeinschaft leben, auch in dieser Zeit. Das sind die Updates
von mir kurz zusammengefasst. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche und hoffentlich bis irgendwann bald.